Ein solches Ausmaß an Korruption wäre nicht möglich, wenn die Finanzsysteme nicht mitwirken würden. In Brasilien und international. War das gesetzeswidrig? Ich sehe das nicht so. Sie sind immer unschuldig. Es gibt eine Behörde, die COAF. Die hätte das überwachen müssen, nicht ich. Das ist purer Zynismus, begünstigt durch die Toleranz der Gesellschaft gegenüber solchen Kavaliersdelikten. Zumal es meist hellhäutige Menschen sind, die in den Zentren der Macht in Brasilia und an bestimmten Luxusorten anzutreffen sind.